Hilfe, bitte, erledige diese Kerle! Okay, also, wenn du soweit wärst, ich hab da vielleicht einen Plan. Ah, hier, brauchst du vielleicht. Hab ich aus der Waffenkammer geklaut. Die Dahl-Truppen benutzen so Brandlaser. Dieser Schild sollte den Schaden teilweise absorbieren. Oh Mann, die kommen alle hierher. Wir müssen los. Au! Mist, ich brauch deine Hilfe. Ich aktiviere den Sicherheits-Override. Du musst nur draufdrücken. Und bitte sehr, benutz das hier. Der, Sicherheits-Override? Könntest du draufdrücken? Weil sonst sterben wir. Wäre also wichtig. Okay, wir müssen das gleichzeitig machen. 3, 2, 1, jetzt! Super! Mist, los gleich nochmal! Verdammt, los nochmal! Verfluchter! Diese Explosion hat die Schwerkraft lahmgelegt. Hüpf durch die Station, bis du mich findest. Ich hab heute echt keine Lust abzukratzen. Bin zu beschäftigt. Na kommt, Kindermann. Kann doch über alles reden, oder? Wohl eher nicht. Kammerjäger, ich brauch Hilfe. Hier mein brillanter Plan. Wir müssen zur Steuerung der Verteidigungsanlagen. Dann können wir diesen Ärschen die Station wieder abjagen. Cool? Ach, ich bin hier im Blindflug. Angel? Angel, hörst du mich? Verdammt, die stören anscheinend das Signal. Na toll. Was? Niemand. Macht euch keine Sorgen. Hey, mal sehen, ob wir nicht... Da, drück den Knopf, um das Moonshot-Geschütz zu laden. Steig in das Projektil, so kommen wir hier weg. Das Moonshot-Projektil ist in Position. Das Moonshot-Projektil ist offen. Steig ein. Ach, wir müssen zu den Fluchtschiffen. Mir nach. Sind Sie verrückt, Lady? Sie killen Ihre eigenen Männer, um uns an der Flucht zu hindern? Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Ich hab ne Idee. Das Moonshot-Projektil sollte unterwegs sein. Dieser Container wirkt nicht sicher. Oh, Mist! Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann starte ich das Ding. Aber keine Eile! 5, 4, 3, 2, 1! Der Lift ist hier. Los, wir müssen. Der Lift ist da. Los, los, Lift! Steig in das leere Projektil. Es bringt dich rauf. Ach, wenn die Helios weiter so beschießen, kriege ich eine Menge Ärger. Aui. 5, 4, 3, 2, 1! Hey, du hast einen Skillpunkt. Den kannst du einsetzen, um cooleres Zeug zu können. Etwa mit Gedankenkraft Sachen in Brand setzen und so. Naja, nicht direkt das. Also, ich glaube, den Skill gibt's gar nicht. So Zeug eben. Hey, Tiger, du hast einen Granatenmod. Halt Ausschau nach denen. Jeder bewirkt was anderes. Manche Granaten heilen dich, manche elektrifizieren den Feind, manche setzen kleinere Granaten frei. Na, du verstehst schon. Sieht aus, als hättest du einen Klassenmod gefunden. Der ändert einige deiner Attribute. Und wenn du Glück hast, verleiht er dir bei bestimmten Fähigkeiten ein paar Extrapunkte. Das ist ein Artefakt. Es verändert einige deiner Statistikwerte. Iridianische Artefakte bewirken allerlei verrücktes Zeug, also halt Ausschau nach denen. Okay, dieser Gegner hat einen viel höheren Level als du. Du kannst versuchen, ihn zu besiegen, aber er teilt viel mehr Schaden aus als du und ist schwerer zu töten. Leg dich lieber erst mit Gegnern an, wenn du ungefähr ihren Level hast. Oh, und falls du einen Totenkopf siehst, nimm die Beine in die Hand. Oh. Das tut weh. Das fühlt sich nicht gut an. Das tut sehr weh. Das ist nicht gut. Das wird noch Probleme geben später, wenn ich älter bin. Vielleicht hätte ich daheim bleiben sollen. Ja, das ist ja. Ich glaube, ich hätte diesmal verzichten sollen. Sterbe ich? Ich will nicht sterben. Das würde mir voll den Tag versauen. Kleiner Profi-Tipp. Fahrzeuge haben ihre eigene Sauerstoffversorgung. Vermutlich gut zu wissen, wenn man ein Fan vom Atmen ist. Ach, sowas Blödes. Ich wollte dich gerade eine Kammer suchen lassen, da tauchen diese Arschlöcher auf. Je schneller wir die Helios zurückerobern, desto schneller kommen wir an geiles Kammerzeugs ran. Bist du da? Ich bin halbwegs in Sicherheit. Könnte ich via Schnellreise zu dir nach Concordia kommen, würde ich das Signal mit dir abschalten. Aber da genau das Problem ist, also zeig, dass du dein Geld wert bist. Das Up-Over gehört einer alten Freundin, sozusagen. Hey, mein Lieblingskammerjäger. Du weißt aber eine Menge über Signaltriangulation, Mox. Moment, was? Ich hab dir sowas nie beigebracht. Du konntest das alles schon, bevor wir... Wow, verdammt, was war das? Ich find's raus und melde mich wieder. Obwohl die Verteidigungssysteme wieder laufen, heizen uns Sappet und Truppen schwer ein. Ich fahre die Schnellreisestation wieder hoch. Bis bald in Concordia. Wow, der Laden hier stinkt noch übler, als er aussieht. Wir kommen rechtzeitig. Der Bürger will eine Durchsage machen. Ist doch so, Mox. Hey, nichts. Ich hab nur ein bisschen mit dir gespielt. Könntest du Sappet dann kontaktieren, hättest du es längst getan. Du bist ein jämmerlicher kleiner Penner mit einem dämlichen Namen.
Los, verschwinde! Brav, Wilhelm. Wow, Mission! Klingt schwer offiziell. Gefällt mir. Wenn jemand die Lage im Griff hat, dann du, Nisha. Cool. Übrigens, falls du meinen Robotern Tanzen beibringst, reiß ich dir deine CPU mit den Zähnen raus. Wow, beeindruckender Strahl. Könnten wir die Geschichte beschleunigen? Ich hab nen Mond zu retten. Alles dasselbe. Puh. Wie auch immer. Hey, ich sag doch, wir besprechen das. Gladstone, wissen Sie was? Das Beste ist, eine saubere Version von ihr zu installieren. Haha, jawoll! Wir können auf die Helios, wir haben badassige Kammerjäger, wir haben eine Roboterarmee. Auf zur Raumstation, retten wir die verdammte Welt. Ja, seht ihr? Riesenlaser versucht, Mond in Scheibchen zu schneiden? Nur mal so als Gedanke. Alles okay? Ich glaube, wir wurden getrennt. Die Lost Legion muss die Station noch unter Kontrolle haben. Oh, Mist. Unsere Loader scheinen sich gut zu schlagen, oder? Ist doch super. Sie klingt verängstigt. Hey, finde ich gut. Jetzt tut's dir leid. Was, Sabadon? Du hattest alle Zeit der Welt, einen Kompromiss zu schließen. Aber nein. Jetzt stirbst du. Klar, keine halben Sachen. Cool. Ich kill dich trotzdem. Oh, die Stalker. Die haben eine Drüse, die produziert eine Substanz, die Licht beugt. Lustige Kerlchen. Das ist mein persönlicher Hangar. Das Fluchtschiff sollte unterwegs sein. Das Auge der Helios ist auf der anderen Seite dieses Sektors. Kämpf dich dorthin durch. Dahl-Verteidigungsanlagen. Boah. Anscheinend aber hast dich aufgestellt. Wenn du den Schildgenerator findest und zerstörst, sollte die Barriere runtergehen. Was wird das jetzt? Willst du mir eine Standpauk erhalten? Mir erzählen, dass ich für meine Taten büßen werde? Ja, nicht genau. Ich bin kein verrücktes Arschloch mit lila Kacke in der Fresse. Nenn mich nicht. Hör zu. Wir sind gleich am Ziel. Bald ist diese Sape so und so wie auch immer nur noch eine jämmerliche Leiche mit einem unaussprechlichen Namen auf dem Grabstein. Du bist fast durch. Geh zur Kommandostation, dann kann ich dir helfen, den Laser abzuschalten. Aktiviere die Arbeiterbots. Sie zeigen dir, wo es lang geht. Ach du Schreck. Warte lieber, bis der Laser feuert, bevor du durchläufst. Das zieht ihm alle Energie ab und der Strom fällt aus. Auge des Zerstörers gehörte einem riesigen Kammermonster, das irgendwer vor ein paar Monaten gekillt hat. Richtig, sorry. Wie stellen wir das Ding ab? Wow, was ist denn jetzt los? Na, Ben Honig, was war das? Ach, richtig, das sind Wächter. Eridianische Kampfmaschinen. Die haben auch schon die letzte Kammer bewacht. Super, das heißt, wir sind auf der richtigen Spur. Anscheinend kämpfen Sarpedons blöde Truppen an der Seite dieser Wächter. Ist komisch. Wusste gar nicht, dass Wächter überhaupt Bündnisse eingehen können. Vielleicht hat dieser eine Schräge da auf der Helios was damit zu tun. Jep, du gehst in die richtige Richtung. Im Grunde immer auf das verdammt große lila Loch zu. Weiter so. Warm, warm, immer wärmer, nur weiter. Nein, nein, du musst den Piloten ausschalten. Den Piloten, vernichte den Piloten und seine ganze dämliche Maschine. Wow, der nette tote Pilot hat anscheinend den Weg zur Kammer freigelegt. Also hopp hopp, bevor Roland und Lilith vor uns dort sind. Update bitte, sind wir bald da? Nein, 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 nein. Zweierlei. Erstens, Wächter sind keine Eridianer, sondern hirnlose, von Eridianern gebaute Roboter. Niemand weiß, wie Eridianer aussehen. Zweitens, ist mir egal. Killt sie. Alles Liebe und bis bald. Ja, ich bleibe hier. Du gehst runter und räumst die Kammer für mich aus. Ich setze keinen Fuß darunter, bevor nicht alle, die nicht auf meiner Lohnliste stehen, tot sind. Na also. Schneller, schneller! Die Kanone funktioniert nicht. Die haben die Kanone lahmgelegt. Boah, anscheinend muss sie erst ihre Treibstoffzellen wieder aufladen oder sowas. Anscheinend braucht sie Treibstoffzellen. Besorg welche. Ja, das ist das Zeug. Gegner, wehr sie ab. Noch mehr Gegner. Wie viele gibt's denn noch von denen? Lade die Kanone wieder auf. Wie konnte ich diesen Arschlöchern nur trauen? Vor einem Jahr waren sie noch nützliche Idioten, haben bedingungslos gehorcht. Ich hätte wissen müssen, dass sie sich gegen mich wenden, sobald das Weib nur einmal mit den Titten wackelt. Oh, verdammt. Die Frauen in meinem Leben lassen mich alle im Stich. Die Kanone ist wieder online. Wer sagt's denn? Ich! Ich sage das! Die Kanone funktioniert! Super! Nicht zu fassen, dass diese Lost Legion-Hautjobs sich immer noch wehren. Das geht endlich heim! Ihr habt verloren! Findet euch damit ab! Hey, wo du schon dort bist, tu mir den Gefallen und kill möglichst viele Leute. Kill sie alle. Ja, ich hab gelogen auf der Helios. Ich hatte die Dinger schon mal gesehen. Das sind Wächter. Künstliche Lebensformen, erschaffen, um die Kammern zu schützen. Alien-Roboter. Du weißt schon. Ich glaube, ich weiß es nicht. Der sah anders aus, aber das ändert nichts. Wenn du was siehst, was alienmäßig aussieht, schieß ein paar Mal drauf.
Ich sollte Moxie danken. Ich wusste immer nicht so recht, was ich mit den Eingeborenen machen soll. Verleibe ich sie Hyperion ein oder... Aber jetzt ist alles ganz einfach. Kill weiter, diese Schurken! Das ist erst der Anfang! Sobald wir hier fertig sind, kriegt ihr alle eine Festanstellung, wenn ihr wollt. Wenn der Vorstand merkt, was für Schatzgruben Pandora und sein Mond sind, schießen meine Aktien durch die verdammte Decke. Das ist ein relativer Begriff. Ein wenig Erpressung und viel eridianische Relikte und schon wendet sich das Blatt. Was wünscht ihr euch in der Kammer? Hm? Reichtümer? Beute? Noch mehr Tentakel? Sarpedon sagte was von Informationen. Ich hoffe, es sind Informationen in Form eines dicken, fetten Monsters. Andernfalls klingt das ziemlich lahm. Oje, hier geht's nicht weiter. Suchen wir einen anderen Weg. Was? Das Ding hat mir fast mein hübsches Gesicht entfernt. Mein perfektes Gesicht. Zurück! Wir gehen außen rum. Zurück! Zurück, zurück! Wir müssen auf einem anderen Weg runter. Verdammt, zurück! Wir suchen eine andere Route. Wie geheimnisvoll. Los, killen wir das Ding. Wow, was ist los? Ihr wart kurz vorm Scanner verschwunden. Ach, seid bloß nicht tot, sonst werde ich stocksauer. Weiter, ich komme danach, wenn die Luft rein ist. Wo bist du? Alles okay? Bist du tot? Ich komme! Achtung! Ich komme! Oh, cool! Hey, Arschloch! Hi! Ich hab deine Freundin gekillt! Ja, ich war das! Moment, ich mach das. Ich muss zu einem Arzt. Wir sehen uns später. Bald habe ich noch viel mehr Jobs. Sehr viel mehr. Gefällt's dir? Habe ich eben erst machen lassen. Heiß, was? Oh, Wilhelm, bald schon habe ich sehr viel mehr Arbeit für dich. Gut gemacht, Kleiner. Gut gemacht, Athena. Wir sollten bald mal über deine Zukunft bei Hyperion sprechen. Nisha, wir sollten uns mal privat unterhalten. Gute Arbeit, du nerviger Schrotthaufen. Tut mir fast schon leid, dass meine Loader dich vollkommen überflüssig machen. Aber eben nur fast.